Jo, willkommen zurück. Nachdem wir uns jetzt ein bisschen um eine vernünftige Ausrüstung gekümmert haben, habe ich mir überlegt, ich werde jetzt in dieser Folge mal anfangen, einfach ein bisschen was von Haupt- und Sidequests so runterzuspielen. Und dabei bekommen wir auch automatisch noch ein bisschen Erfahrung und was man so brauchen kann. Wir fangen damit an, dass wir in die Kanalisation von Castleview gehen. Uns einmal ein bisschen Licht machen. Denn wir müssen hier die Onyx-Halskette von Random NPC Tussi XY suchen, damit wir weiterkommen. Die ist aber stabil, Ratte. So, platsch weg. Ach, guck mal, richtig, ich erinnere mich. Hier, Valio the Simple, bla bla bla. Ich bin hier und könntest du bitte diese bösen Ratten für mich töten? Und lass bloß die Finger von meiner Kiste und so weiter. Gut. Natürlich können wir die Ratten töten. Das ist überhaupt kein Problem. Ich könnte echt ein paar. Muss mir das so angucken, ein paar bessere Fernkampfwaffen brauchen. Aber da bin ich doch quasi auf Glück angewiesen. Die kann ich nicht irgendwie kampfhaft produzieren, wie bei vielen anderen Sachen. Nur wie man sieht, das ist mit dem, was wir jetzt in Ausrüstung und Leveln schon haben, nicht mehr so das Problem. Ah, genau, da. Das habe ich gesucht. Hier gibt es nämlich auch noch irgendwie ein bisschen Kleingeld. Kleingeld ist immer gut. Gold ist eine Sache, wo wir noch ein bisschen mit zu kämpfen haben. Jewel, das könnte was Interessantes sein. Jewel of Cold Grace, nein, ist das leider nicht. Und der restliche andere Kram hier. Amber Chainmail, du brauchst doch noch was. Genau, nehmen wir das so lang. Also Gold ist hier in dem Spiel genau wie Edelstein ein großes Thema. Das ist tatsächlich sehr wichtig, diese Währung. Und wenn wir hier drauf gehen, geht das. Ich werde eventuell gleich auch schon mal damit anfangen, mich so ein bisschen um die Goldprobleme zu kümmern, damit das jetzt nicht so ein Dauerrenner wird, sondern die hätte ich gerne irgendwann mal dauerhaft gelöst quasi. Das wäre jetzt angenehm. Hier gehe ich immer mal durch, weil hier können Ringe drin sein in diesen Gitterschächten. Und die Ringe, Schmuck, können wir auch jede Menge gebrauchen. Was wir auch gebrauchen können, sind diese Fässer hier. Du hast irgendwas. Genau, Kompass, das braucht man hingegen nicht. Das war eine von den Sachen, die wir uns schon im Komplettpaket gekauft haben. Aber hier diese Fässer. Da, Red Liquid. Rot ist Stärke. Die sind alle nach Farbe gekennzeichnet. Und das trinkt er. Plus 5 Kraft dauerhaft. Kann man nur einmal trinken. Und rot immer noch, kriegst immer noch du. Er sollte irgendwie so insgesamt auf irgendwas über 100 Stärke kommen im Laufe des Spiels. Und sobald er die hat, gebe ich alles seine Stärke ihr, wobei ich sie auch nicht komplett abhängen will. Also die ersten beiden sind noch relativ wichtig, was Stärke angeht, die hier ganz links stehen, weil sich daran entscheidet, ob die irgendwie Türen eintreten können. Ja, was eigentlich auch nicht nötig ist, aber das kann ganz praktisch sein. So, du bist diseased. Da habe ich doch auch was gegen. Übrigens sind das ja auch Zauber, die man normalerweise zu diesem Zeitpunkt im Spiel noch gar nicht bekommen kann. Aber es ist doch praktisch, wenn man die hat. Sonst muss man irgendwie jedes Mal, wenn man krank ist oder vergiftet, einen großen Umweg machen in einen Tempel, um sich dann da heilen zu lassen. Und Nee. Machen wir das doch lieber so. So, jetzt wäre es hilfreich, wenn ich wüsste, wo ich hingehe. Hier ist falsch. Ich suche tatsächlich jetzt diese Rattenkönigin, die wir da per Auftrag erledigen sollen. Denn wenn ich mich richtig erinnere, hat die auch direkt diese Onyx-Kette, die wir brauchen. Müsste ich nur wissen, wo die eigentlich ist. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Aber die finden wir schon. Und diese Müllhaufen könnte ich auch durchsuchen, aber ich
Ich werde jetzt nicht hier alles durchsuchen, was irgendwie geht. Weil da sind dann meistens irgendwie so Schwerter, Waffen, Rüstung, sonst irgendwas drin. Aber das brauchen wir ja nicht mehr so unbedingt. Vieles davon. Wir haben es ja schon ganz gezielt zusammengesammelt. Und das, was hier am Anfang des Spiels da drin ist, wie ich irgendwann mal gesagt habe, das ist halt alles irgendwie wertloser Müll im Endeffekt. Mach mal auf. Hm, guck mal, Ratten in der geschlossenen Tür. Wie sind die da bloß reingekommen? So viele davon. Was das? Nein. Bist du die Königin? Ja, Ruka. Platt. Jewel. Was, Jewel? Jewel of Daily Protection. Das ist eigentlich ganz nett. Dann muss ich aber gleich tatsächlich irgendwann nochmal nach Shangri-La mir Recharge-Item holen. Da ist das Onyx-Necklace. So, und Green. Grün ist Endurance. Da werde ich gucken, dass ich die alle mal irgendwie so nach und nach auf 30, 40, 50 kriege. Ich fange auch an mit meinem Liebling für Notfälle. So, 29, nee, 30 hätte ich gerne noch. Also kriegst du noch einen. So, das hier ist auch grün. Dann fangen wir jetzt bei dir an. Und nochmal. So, damit haben... Und ist er jetzt schon auf 288 Leben. Wenn ich mal im Vergleich einen Archer angucke, 96. Ja. So, die sind diesmal vergiftet, nicht krank. Also nehmen wir Cure Poison. So, richtig. Ach so, du kannst gar nicht. Ja gut, dann gehen wir zu Fuß raus. Jetzt würde ich gerne noch zu Valio wieder. Oh, ach richtig, hier war noch so ein Bereich der Stadt. Hätte ich fast vergessen, wenn ich da jetzt nicht durch Zufall reingestiefelt wäre. Wenn wir schon mal hier sind, räumen wir den auch noch aus. Hier gab es, glaube ich, irgendwie ein paar Kisten, wahrscheinlich mit ein paar tausend Gold oder sowas. Guard. Nein, ich habe so Angst. Ja, wie man sieht, Nahkampf ist irgendwie deutlich effizienter. Was aber insbesondere an den guten Waffen liegt. Also wenn man halt direkt am Anfang des Spiels so ein paar Obsidian-Waffen in der Hand hat. Man sieht das auch an der Größe von diesen Blutflatscher-Sprites. Da ist klein, da ist groß. Und da ist auch groß. Los. So. Tolle Kiste. Wollt ihr mich veräppeln? Stell hier eine offene Kiste hin. Gibt's doch nicht. Da ist eine geschlossene Kiste. Das sieht viel besser aus. Na, was hast du denn drin, Kiste? Du hast... wow. 3500 Gold. Aber 200 Edelsteine. Edelsteine ist auch ein Problem. Da werde ich mich gleich vielleicht auch noch drum kümmern. Edelsteine braucht man zwar an sich nicht so viel, um davon irgendwas zu kaufen oder zu bezahlen, aber man braucht die eben ständig, um irgendwelche Zauber zu sprechen. Und insbesondere, wo ich ja schon angefangen habe, hier mit Implosion, der braucht immer 20 Edelsteine. Und den werde ich noch ein paar Mal benutzen. Wir haben jetzt glücklicherweise 4000. Aber wenn man so anfängt, viel zu zaubern, dann sind die auch relativ schnell weg. Habe ich hier noch was vergessen? Scheint mir nicht so. Okay. Ich möchte aber doch eigentlich hier raus. Können wir nicht? Wenn wir uns jetzt hier durchteleportieren, geht das nicht schneller? So, wunderbar. Ach ja. Hallo Speichellecker. Finde ich nett von dir. Also, der bringt jetzt überhaupt nichts mehr. Man hätte ihn auch genauso gut töten können. Aber ich gehe immer mal wieder gerne bei ihm vorbei und lass mir die Schuhe von seiner Zunge reinigen. So, dip. Dann
Hallo Valio, wir haben Luca getötet. Dankeschön. So. Ja, er hat ein bisschen was dagegen, dass wir an die Truhe gehen. Das interessiert mich aber nicht. Mach mal offen. Und ja, Valio Magnus. School of Evil Wizardry. Das ist ja sehr spezifisch. Auf jeden Fall wehrt er sich dagegen, dass wir ihn beklauen. Interessiert mich aber nicht. Platschtrupp, dankeschön. So, dann können wir hier... Kette gegen Schlüssel tauschen. Und das ist auch direkt das nächste, was wir machen. Wir gehen mal eben durch Ellingers Turm durch. Ja, mach mal eben. Oh! How did you get a key? Alright, go in. Hier, dieser Spiegel stellt uns eine Frage. Bla bla bla, kämpfen und unser Gegner verliert seine Waffe und was tust du? Wir sind. Also eigentlich, also es ist relativ egal, eine von den Antworten wird man rausgeworfen und je nachdem, was man als Antwort nimmt, wird entweder der Weg hier im Süden oder der Weg hier im Norden offen und wir nehmen die nette Variante 1, weil dann geht der Weg im Süden auf und ich möchte da lang. Man kommt auf beiden Wegen durch den Turm durch, aber hier unten gibt es andere Belohnungen. Also es gibt hier in dem ganzen Turm überall Schuhe, weil dieser Ellinger irgendwie einen heftigen Fußfetisch hat. Und wenn man hier im Süden durchgeht, kriegt man weniger Schuhe, deutlich weniger, dafür deutlich bessere Schuhe. Werden wir gleich sehen, was wir hier alles einsammeln. Ich gehe erstmal komplett durch. Das war hier. Ich glaube einfach lustig alle Knöpfe drücken oder sowas. Dann... Okay, So, jetzt... Hast du noch genug für... Protection from Elements, genau. Einmal Feuerresistenz, bitte. Und... Zip. Aua, das hat wehgetan. Wahrscheinlich könnte ich mich sogar hier durch teleportieren, nur. Das wäre vielleicht cleverer. Das probiere ich jetzt mal aus. Können wir uns hier durch teleportieren? Also man sollte dazu sagen, der Teleport-Zauber funktioniert nicht immer. Hier, Spell failed. Deswegen muss man teilweise dann doch auf andere Sachen zurückgreifen. Aber mit dem Schutz vor Feuer überleben wir das zumindest. Und hier... Das, ach genau, Book of Electricity. Das ist praktisch. Wir bekommen dauerhafte Resistenz gegen Strom. Dauerhafte Resistenzen sind natürlich sehr wertvoll, wie man sich vielleicht denken kann. Yep. So. Ach richtig. Ich habe aber, glaube ich, einen Zauber vergessen. Ja, ich muss unbedingt noch den Jump-Zauber kaufen. Das ist wie Teleport, nur dass man einfach genau ein Feld überspringt. Das heißt, ich würde jetzt da hinten landen. Hat aber den Vorteil, das hier passiert nicht. Man kann den Zauber immer benutzen. So, kann ich da noch wieder zurück? Oder? Ja, so gerade. Wahrscheinlich ist jetzt aber so ein bisschen was an Sachen kaputt. Also die ganzen Rüstungen können kaputt gehen. Das ist... Ach, das ist eine Sache. Ja. Sehr ärgerlich, muss man oft reparieren. Und hier sind die Schuhe. Gold, Platin, das sind eben die besseren Schuhe, die ich erwähnt hatte. Heißt, wenn wir hier raus sind, müssen wir erstmal Rüstung reparieren, was ich wahrscheinlich eh vergessen werde, aber... Ja, passt schon. So, da hinten ist noch ein Buch und wenn ich mich richtig erinnere, gibt es da 20 Feuerresistenz dauerhaft. Wir müssen natürlich wieder einmal übers Feuer latschen, um da dran zu kommen. So, wunderschön. Zip.
Ergebnis ist eben, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Gegenstände kaputt gehen, steigt eben stark an, wenn die bewusstlos werden. Und je nachdem, was für Rüstung man anhat, kann das auch sehr teuer werden, die dann zu reparieren. Ich glaube, hier war schlecht, ne? Machen wir es mal der Reihe nach. Was gibt's hier? Kisten? Ja, ich glaube, die fliegen mir irgendwie um die Ohren oder sowas. Ja, sag ich doch. Ah, genau. Hier. Hahaha, witziges Spiel. Heißt, mache auf einer Seite den Knopf und... Na gut, dann nicht. Dafür ist der Etherealize-Zauber. Man kann einfach irgendwo durchgehen. Nein, die Kisten will ich gar nicht. Who do you seek? I seek Ellinger. Dankeschön. Ja, Ellinger, Queen's Wizard. Der erzählt uns jetzt, dass Queen Kalindras Castle von Alamar out of phase geschiftet wurde und dass wir Energy Discs sammeln müssen und bla bla bla. Dann hat er schriftlich festgehalten seinen übertriebenen Fußfetisch. Viel Spaß damit. Und hier gibt es ein Buch, das ganz nett ist, aber uns, glaube ich, nichts bringt. Book of Sorcerer's Knowledge, das können nur Zauberer lesen und dann bekommen sie dauerhaften Intelligenzbonus. So, Quest haben wir eigentlich damit schon... Oh, das geht sogar auf. Na gut, noch einfacher. Die Story-Quest hier haben wir damit erstmal schon beendet. Wir müssen jetzt halt jedes Mal, wenn wir irgendwie mindestens 5 Energiescheiben haben... Das heißt, wir können dann wieder zurück und er kann dann eins von den Levels von dem Schloss wieder zurückholen. Dann kann man da rein, sich da umgucken. In den ersten Levels gibt es eh nichts Tolles. Genau hierfür, dass diese Tür, also wie man gerade gesehen hat, die ist unglaublich schwer zu knacken. Dafür bietet sich Etherealize an und wir nehmen auf jeden Fall diese Schuhe mit. Denn diese Schuhe sind Obsidian. Ach, verdammt. Richtig, der kann hier noch gar nicht mehrfach. Oh, im Osten nur noch ein bisschen. Haben wir noch genug Essen aus Shangri-La dabei. Und hier gibt es das Ganze nochmal. So, damit haben wir dann zweimal Obsidian. Ach so, nee, ich... Ich kümmere mich jetzt nicht um... ...die Ausrüstung, sondern das machen wir jetzt, nachdem ich das auch repariert habe. Okay, go ahead. Und die Variante mit dem Stadtportal war total unnötig, einfach nur weil ich faul bin und nicht zurücklaufen wollte. See anything you like. So, dann erstmal fixen. Klingt auch irgendwie komisch. Dip, dip. Alles wieder heile. Schau mal, hast du vielleicht noch eine... Nein. Ja, ich brauche immer noch 2 Fernkampfwaffen, aber irgendwie will der nicht. Nein, nein, nein. Uninteressant. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, 5 Electricity Resistance oder irgendwie so ein Quatsch. Lohnt sich also auch nicht. Dann verteilen wir nochmal Rüstung. Gute Schuhe. Ja, gucken wir doch mal. Also, du hast irgendwie bisher am wenigsten Rüstung. Dann kriegst du einmal Obsidian. Du kriegst auch ein Set davon. Bei Ringmail. Könnt ihr Ringmail tragen? Ja. Wenn ich jetzt wüsste, was irgendwie besser ist, aber... Also, hier Scale Armor ist das schlechteste, Plate Armor ist das beste. Dazwischen Ring, ich weiß es nicht so genau, aber
Naja, nicht so wichtig, wir werden schon klarkommen. So, Platin, du hast noch gar keine Schuhe an, dann zieh mal da an. Du hast natürlich die Obsidian an. Fehlen noch jemandem Schuhe? Gold, Platin, Moment, dann haben wir doch noch für dich Platin. Okay, und noch einmal alles zum Verkaufen an Madame hier. Den tun wir mal darüber. Den würde ich nämlich gerne behalten. Oh, Daily Sorcery auch. Das ist ja genial quasi. Das sind einfach Anwendungen von den Zaubern, die ich auch gekauft habe. Nämlich, wo ist der nicht? Habe ich den nicht von irgendjemandem gekauft? Da, Day of Sorcery. Und beziehungsweise hier Day of Protection. Das sind beides einfach, ja, ich sag mal Buff-Pakete. Man kann die Buffs auch einzeln kaufen oder man nimmt die hier und hat so ein komplettes Paket an wichtigen Buffs. Habe ich jetzt noch nicht angewendet, weil im Moment die Gegner, die hier so bekämpfen, sind einfach zu schwach. Gemessen an der Ausrüstung und den Leveln, was wir uns schon organisiert haben, das lohnt nicht. Aber nachher, wenn ich mir dann etwas stärkere Gegner vornehme, werde ich auf jeden Fall buffen. So, jetzt haben wir den Auftrag, besorge Energiescheiben. Werden wir natürlich tun. Und wir werden jetzt auch hier rausgehen und uns noch weitere Quests zu Gemüte führen. Einige davon sind wichtiger, andere weniger wichtig. Der hier ist relativ wichtig. Er möchte Melonen haben. Und wir besorgen ihm jetzt Melonen. Die Viecher sind ein bisschen fies, die können paralysieren. Aber ansonsten... Paralysiert erkennt man an dem Bild nicht, deswegen gucke ich jetzt immer mal, ob dann irgendeiner paralysiert ist. Und, ach komm, einfach Nahkampf, geht schnell. Platsch, 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 weg. Alle werden auch dumm. Da noch eine Melone. Wenn ich mich richtig erinnere, brauchen wir insgesamt 2 Stück davon. Dann auch schon wieder zurück zu Nibbler. Die 10.000 Erfahrungen sind nicht wirklich viel oder relevant, aber der hat uns ein Folgequest gegeben und das ist sehr wohl relevant. Das werde ich aber jetzt noch nicht machen. Das kommt dann später mal. Hier der Herr ist auch wichtig. Vespa Wizard, der gibt uns den Auftrag, wir sollen seinen Smaragdgriff, um ehrlich zu sein, sieht es nach was ganz anderem aus, ich werde den gleich holen, den sollen wir ihm besorgen und das ist sehr wichtig, weil der uns den Pass für die zweite Stadt Sandcaster gibt, brauchen wir unbedingt, deswegen werde ich das jetzt auch gleich machen, allerdings, wo wir gerade hier sind, glaube ich, hier so ein bisschen grob dadurch und klatsch ein bisschen weg, bis hier rumsteht. Hat du mich vergiftet? Böses Vieh. Ist doch Gift, ne? Ja. Cure Poison. Ach, noch mehr von den Spinnis. Diese Frechheit. Da habe ich... Ach nee, die habe ich das nicht beigebracht. Die hatte ich nur Cure Paralysis beigebracht. Das ist ungeschickt. Egal. So, und hiermit... Mit diesen Zelten werde ich mich vermutlich nächste Folge einmal intensiver beschäftigen. Da gibt es sehr schöne Sachen, die man da tun kann. Aber das braucht ein bisschen mehr Zeit und wird auch zwangsläufig wieder so ein bisschen in Safe Scum enden.
Das baue ich jetzt hier noch nicht ein. Nehme ich mir dann wahrscheinlich mal eine eigene Folge für. Hier können wir nach oben auf die Sky Road. Die ist sehr lustig, aber nein, danke, noch nicht. Kommt auch später mal. Hier das Wasser ist übrigens giftig. Da sollte man nicht drin schwimmen. Das hier ist eine Edelsteinmine. Davon gibt es einige und die werden wir... Wer beschießt mich denn da? Diesen Edelsteinminen werden wir uns dann auch nächste Folge beschäftigen. So, wenn ich mich richtig erinnere, gab es hier noch irgendwo ein Waffenlager? Was wir natürlich kaputt machen, weil XP ist immer schön. Dann... wir können... Wenn die Gegner so aus dem Nichts erscheinen, dann liegt das daran, dass diese Welt in Quadranten aufgeteilt ist. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, sieht man so einen kurzen Please Wait Loading Screen. Das heißt, der lädt einen anderen Quadranten von der Weltkarte in den Speicher. Und das hat so die fiese Angewohnheit, dass Gegner ihren Quadranten nicht verlassen können und dass man auch die Gegner aus dem Nachbarquadranten nicht sehen kann. Das heißt, man kann irgendwie einen Schritt nach vorne gehen, hat plötzlich drei Gegner vor sich, die man nie sehen konnte. Und das hier, das ist auch, also das ist vom Sprite her ein Raumschiff. Gehört auch zum Spiel, gibt es zwei Stück von, ganz Late Game. Ich habe keine Ahnung, warum das hier sichtbar ist und hier nicht, also... Weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwie das ist ein Bug oder sowas. Das macht irgendwie nicht wirklich Sinn. So, hier haben wir Jock the Barbarian. Okay, kämpfen? Ach, nö, eigentlich gerade nicht. Hast du Energiescheiben? Nein, hast du nicht. Die Ogre haben Energiescheiben. Na gut, dann holen wir uns die gleich von den Ogern ab. Aber... Erst einmal schlafen, weil wir diesen ganzen Gift hier noch bekämpfen sollten. Dann machen wir mal das Quest mit seinem Smaragd. Und zwar werden wir dazu... uns ein paar Zauberpunkte holen. Stadtportal nach Sandcaster und jetzt einfach hier rausgehen und uns mit diesen lustigen Armadillos anfreunden, wo ich keinen Bock habe, in den Nahkampf zu gehen. Deswegen habe ich mir Zauberpunkte geholt, um das hier wieder zu machen. Ja, sind noch mehr davon. Da ist doch noch einer. Ich möchte mal irgendwie auf die Straße, wo ich die auch sehen kann. Hier kann man sich, das sind Händler in diesen Wagen, da kann man sich für sehr viel Gold irgendwie Schmuck, Gürtel und so weiter herstellen lassen. Die können theoretisch gut sein, die sind fast immer totaler Mist. Und ja, mittels Safe Scum könnte man da jetzt jede Menge tun, aber das ist eine gute Frage. Kriegen wir den schon so kaputt? Bin ich doch jetzt mal gespannt. Und um das auszuprobieren, mal einmal Day of Protection und gucken. Ah ja, locker. Okay, wunderbar. Ja, es war hier ein Zeitsprung. Die ganzen Buffs sind direkt wieder weg. Das liegt nicht daran, dass der Zauber so kurz hält, sondern geht irgendwie alle paar Stunden ist so ein Buff Reset von dem Spiel, wo alles an Effekten verschwindet und ja, Spellpoints glücklicherweise nicht. Das hier ist sein, ja, ne, sein Smaragdgriff. Ich weiß ja nicht, also irgendwie so mit Noppen und, ach, einfach nicht fragen muss.
könnte ich mich wieder nach Castleview teleportieren. Wir können aber eigentlich auch uns den Weg mal eben hier freikämpfen. Diese Armadillos, die geben auch irgendwie zumindest 20.000 XP pro Stück oder sowas. Also ist jetzt aber, glaube ich, sowieso vorbei. Hier kommen jetzt wieder schwächere Gegner, nämlich Ober, die irgendwie total gezwungen sind. Oh, die geben sogar Gold. Natürlich nur Kleinkram. Dark Wolf, ich hab so Angst. Also das Gebiet hier, das ist harmlos. Wenn man normal spielt, teleportiert man sich natürlich nicht nach Sandcaster, wie ich das gemacht habe, weil man den Zauber einfach nicht hat. Sondern man läuft den Weg, den ich jetzt laufe, von der anderen Seite. Kämpft sich hier ganz locker durch die Wölfe und Ogre durch mit Stufe 7, 8, 9, 10. Kommt dann irgendwann zu den Armadillos und merkt, dass man absolut keine Schnitte gegen die Viecher hat. Und das ist dann der Punkt, wo es fies wird. Ja, zumindest ist das der Ablauf, wenn man explizit Dark Side of Xen spielt. Also wenn man vielleicht auch tatsächlich nur Might & Magic 5 installiert hat. Wenn man jetzt hier World of Xen, ich sag mal, chronologisch durchspielt, dann würde man wahrscheinlich anfangen, erst Might & Magic 4 durchzuspielen. Und wenn man das komplett durchgespielt hat, dann ist der Teil hier wieder kein Problem, weil man dann auch irgendwie schon Stufe 20 oder sowas hat, wenn man mit Teil 4 fertig ist. Aber wenn man nur Teil 5 spielt, das ist richtig anspruchsvoll. Weil dann natürlich auch viel von dem Sequence Breaking, was ich hier mache, nicht funktioniert, wenn man einfach an die Zauber und so nicht drankommt dafür. Und es ist echt nicht einfach, nur durch Teil 5 durchzukommen. Es ist allerdings schaffbar. Das habe ich irgendwann mal einfach aus Grell ausprobiert und habe nur Teil 5 durchgespielt. Das geht auch. Der hat uns gerade gesagt, wir sollen bitte Ogre töten, und zwar alle. Mit allen Forts und Festungen, die die haben und bla bla bla. Machen wir jetzt aber nicht, sondern wir holen uns jetzt hier die Belohnung ab, den Pass zu Sandcaster. Und dann Party needs rest, bla bla bla. Das war jetzt gerade das, was ich meinte mit, ich habe einen anderen Quadranten betreten und dann stand plötzlich so eine Spinne vor uns. Hier Luna, die Druidin, sagt uns, sie möchte 3 goldene Statuen haben. Die sind relativ schwierig zu bekommen, das Quest. Also das kann ich auch jetzt tatsächlich so noch nicht machen. Das hier ist Castle Kalindra. Outer Face können wir nicht rein. Und jetzt legen wir uns noch ein wenig aufs Ohr. Speichern ab. Und ich glaube, in der nächsten Folge werde ich mich dann mal um Gold kümmern. Ein paar Edelsteinminen ausräumen und zeigen, was man da machen kann. Werde ich wahrscheinlich eine ganze Folge für brauchen, weil es einfach Safe Scum voraussetzt. Und an dieser Position, also ihr werdet es dann sehen, bin ich auch der Meinung, dass die Entwickler das von sich aus vorausgesetzt haben. Aber das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst.